vielleicht aktuell das größte bayerische Nachwuchstalent, das wir haben. Nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit. Naomi Brankovic im Gruppenspiel. Nicht so, dass die Gegnerin sich nicht tapfer wehren würde, aber da ist die Naomi einfach zu sicher. Da hilft auch der eine oder andere Netzroller gar nichts. Schöne Ballwechsel, aber am Ende weiß der Punkt für die Naomi, die das hier mehr oder weniger als Trainingsspiel gut durchziehen kann. Ist schon gute Gegenwehr, sodass das Training auch was bringt. Aber wie gesagt, am Ende immer ein Ball zu sicher, Naomi Brankovic. Und schon steht es wieder 6-0. Der Satz vorher war auch relativ deutlich. Und war, glaube ich, sogar eine 9-1-Führung oder so. So, da wird auch mal Schupfen trainiert. Macht sie schön, die Nummer 172, kaum habe ich es gesagt, kommt der Fehlausschlag. Aber Brankovic spielt alles zurück, 10-0, Frage, kommt der Höflichkeitspunkt, kommt er nicht. Immer wieder die große Diskussion. Nein, da wird nichts verschenkt, ich finde es auch richtig so. Für mich wäre das demütigender, wenn mir jemand einen Punkt schenkt bei 10-0. Als wenn ich tapfer und anständig anerkenne, der Gegner war zu stark und hat berechtigt gewonnen. Soweit dieser dritte Satz in der Vorrunde mit der Nummer 151. Alles andere, als dass ich morgen nicht auf dem Siegerprotest stehen würde, als bayerische Jugendmeisterin wäre. Eigentlich nicht vorstellbar und eine riesige Sensation.